Willkommen zurück und ich habe hier wundervolle Gäste neben mir. Willkommen bei der Podiumsdiskussion heute zum ersten Mal bei den Talkstagen mit dem Thema Entwicklungsstrategien von Linux und der Open Source Welt. Ja, in dieser Stunde möchten wir euch so einen kleinen Leitfaden geben, vielleicht auch so ein paar Impulse für Open-Source-Projekte, vielleicht auch mal zusammenfassen, was macht ein gutes Open-Source-Projekt aus, wie geht das beispielsweise mit der Projektführung, aber auch vielleicht ein paar Defizite ansprechen, wie wir es auch schon eben im Vortrag gehört haben, wie wir das einfach besser machen können und einfach die Leute so ein bisschen, ich sag mal, ja, mehr für Open-Source zu begeistern, das Ganze ja, einfach massentauglicher zu machen. Und ich habe hier wundervolle Gäste neben mir. Ich hoffe, man sieht sie dann schon ein bisschen mehr im Stream. Bei mir sind jetzt teilweise ein paar Videos weggefallen, aber die kommen hoffentlich gleich wieder. Und genau, wir haben einmal erstmal Lothar Becker bei uns. Er ist der Vorsitzende der Document Foundation. Hallo. Dann hallo Lothar. Ja, wir haben uns tatsächlich verständigt, dass wir uns duzen. Es wird eine ganz gemütliche Runde. Also von daher tun wir mal die Etikette wenigstens ein bisschen beiseite schieben. Genau, dann haben wir einmal Dr. Carsten Emde. Du bist Geschäftsführer von der OSADL-Genossenschaft. Wunderbar, hallo. Dann haben wir einmal Thorsten Franz dabei. Du bist Vorsitzender von Ubuntu Deutschland, des eingetragenen Vereins, auch beispielsweise Besitzer von ubuntuusers.de, beziehungsweise Vorsitzender, aber auch Ubuntu Community Council Member. Hallo Thorsten. Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich, dass du dabei bist. Dann haben wir einmal Frank Karliczek dabei. Du bist unter anderem CEO von Nextcloud. Freue mich, hier zu sein. Ja, mich auch. Und dann ist eigentlich noch Philipp Müller geplant, hier zu sein. Er ist der Vorsitzende der Manjaro GmbH und Co. KG, beziehungsweise auch Projektleiter von Manjaro. Aber er ist gerade noch nicht hier. Vielleicht kommt er noch währenddessen. Das werden wir einfach mal sehen. So, und ich würde einfach mal mit einer Einstiegsfrage starten, was ich mir auch häufig schon gestellt habe. Und zwar, was ist für jeden von eurer Meinung aus gesehen noch die größte Einstiegshürde in ja, euren Projektbereich, den ihr vielleicht momentan so ein bisschen betreut? Wovor, was ist quasi ja, einfach der größte Stein, der noch im Weg liegt, wenn Leute ja, in Richtung Open-Source-Software schauen, in Richtung freie Software schauen. Ich würde mal sagen, wir starten so ein bisschen jetzt in der Reihenfolge durch, wie ich euch eben vorgestellt habe. Nicht, dass wir da komplett auseinanderreden. Und würde die Frage einfach mal an Lothar geben. Ja, der Erste in der Runde, der was zur Zugänglichkeit sagen darf oder Einstiegshürde. Vielleicht ein, zwei Worte zu dem Hintergrund. LibreOffice ist ja selber zunächst mal zur Verfügung gestellt von einer Stiftung, deren Vorsitzende ich zurzeit sein darf. Also von daher eine Non-for-Profit-Organisation. Und diese Stiftung hat einen Stiftungszweck und der heißt, dass Office Software oder Open Source Office Software für jedermann zur Verfügung gestellt werden soll. Das heißt also, es betrifft nicht nur den Mainstream unbedingt, sondern es betrifft durchaus auch Randgruppen und Minderheiten bei der Bedienung von Computer oder bei der Teilhabe an der digitalen Gesellschaft. Und so wir denn natürlich im Laufe der vielen Jahre, also mit Wurzeln gibt es die Freie Office Suite jetzt schon über 20 Jahre, sehr, sehr stark den Mainstream, denke ich, mit Abbau von Hürden bedient haben, gibt es sicherlich noch in Randbereichen oder bei Minderheiten, Stichwort Barrierefreiheit, Stichwort viele Sprachen, viele Länder. Wir haben den Auftrag, weltweit das zur Verfügung zu stellen. Da gibt es sicherlich noch Zugangshürden oder Einstiegshürden für neue Nutzer, die sich in ihrer Sprache nicht wiederfinden oder, wie gesagt, Accessibility-Themen. Und das zweite große Thema, was man hier vielleicht ansprechen kann, ist, das wird jeder von euch kennen oder jeder von euch wissen, das ist das Thema Interoperabilität oder konkreter das Thema Dokumentenformat, speziell für eine Office Suite. Wir müssen den Nutzer
dazu bringen oder Sensibilität beibringen, dass er mit, wenn er mit LibreOffice arbeitet, mit einem anderen, dafür aber eben offenen und freien Dokumentenformatstandard arbeitet. Und das hat Konsequenzen. Das hat in der Interoperabilität Konsequenzen. Das hat im Austausch von Dokumente Konsequenzen. Und da sind sicherlich auch noch Hürden, die weiter abgebaut werden kann. Neben vielen Guten, was wir auch schon tun. Okay, wunderbar, absolut. Dann, ich weiß gar nicht, wer ist gerade dran? Ich habe es gerade nicht da. Oder beziehungsweise, ja, wir können auch so ein bisschen darüber reinreden, aber ich glaube, Carsten, wenn du da was zu sagen hättest. Ja, was ist die Hürde? Was ist die große Hürde? Ich könnte jetzt natürlich auch über die normale Welt sprechen, aber ich bin ja, glaube ich, als Einziger jetzt mehr für die Industrie hier und jetzt, glaube ich, muss ich auch den Industrieteil auch hier wahrnehmen. Was ist die Hürde, wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen gerne Open-Source-Software benutzen möchte oder wenn ein Mitarbeiter vielleicht sogar das auch in Produkten einführen möchte, warum geht das nicht, warum ist das so schwierig? Und das ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Das ist ja ein Strategiewechsel. Also ein Unternehmen, was sich für Open-Source entscheidet und nicht mehr proprietäre Software verwendet, das kann nicht von unten passieren, aber es passiert normalerweise von unten. Strategieänderungen müssen von oben natürlich passieren. Es müssen Verträge gewechselt werden, es müssen alle möglichen Dinge im Unternehmen organisiert werden. Es sind ja viele kleine Baustellen, die im Unternehmen betroffen sind. Man spricht von einer sogenannten Open Source Policy. Es muss eine Policy eingeführt werden, die unternehmensweit verbreitet wird. Und wenn eine Nicht-Open Source Entscheidung fällt, dann wird irgendeine Strategiekommission im Unternehmen sagt, wir machen das jetzt und dann wird das im Unternehmen so gemacht. Open Source schleicht sich von unten herein. Irgendwann hat man einen Ingenieur eine gute Idee und sagt, hey, das könnten wir mit Open Source machen, und dann erfährt es eine Etage höher und irgendwann erfährt die Geschäftsführung und es reibt sich verwundert die Augen und muss dann nachträglich alle möglichen Dinge in die Wege leiten und möglicherweise weiß aber der Chef gar nicht, was Open Source ist und hat Angst davor, weil er denkt, es ist Kommunismus 2.0 oder sowas ähnliches und möchte am liebsten weglaufen und das verbieten. Also wir haben ein riesiges Problem, ich weiß nicht, ob das im normalen Leben ist, aber in der Industrie haben wir das Problem, dass niemand davon etwas weiß. Warum passiert das nicht? Oder warum bringt ein Ingenieur das mit in die Firma? Warum, wir haben Galileo und Wieso und wir haben Talks und wir haben jeden Tag wird man überschwemmt mit dem größten Unsinn aller Zeiten und das Wort Open Source kommt in den normalen Kommunikationsmedien eigentlich gar nicht vor, oder? Und das wäre doch toll, wenn irgendwie der Geschäftsführer auf dem Weg in die Firma hört irgendwie ein Interview, einen Podcast oder hat am Abend vorher Wieso gehört und hat gelernt, dass Open Innovation die neue Form mit wie Firmen untereinander arbeiten können, wie man viel Geld sparen kann, wie man viel Mühsal sich verhindern kann durch Open Source. Und dann am nächsten Tag kommt in die Firma, der Ingenieur klopft bei ihm und sagt, hey Boss, wir wollen Open Source machen. Ja, sagt er, gute Idee, was müssen wir machen? Aber das passiert niemals. Es ist unglaublich, jedes Mal von vorne anzufangen. Also die für mich in meiner Welt, in der wir zu tun haben, ist die riesige Hürde, dass diejenigen, die darüber entscheiden, von dem allen genau nichts verstehen. Riesige Defizite in der Wissensgesellschaft, riesige Defizite in dem Journalismus, riesige Defizite von denjenigen Leuten, die das eigentlich verbreiten müssten. Und deswegen, solange das nicht passiert, kann ich mir das nicht anders vorstellen. Okay, absolut. Wunderbar. Ja, dann kann ich ja mal anschließen. Genau, mit Ubuntu haben wir uns das ja auch ein bisschen auf der Fahne geschrieben, dass wir eben halt auch gerade Einsteiger dazu bewegen wollen, auch Linux zu benutzen, auch Open Source, also speziell dann unsere Distribution. Und haben ja die auch gerade als Zielgruppe. Ich würde da gerade mal so zweigeteilt das so sehen. Einerseits ist natürlich dort so ein Thema, dass die Leute das eben halt nicht kennen und was eben gerade auch Carsten total zu Recht gesagt hat, wir haben nicht die Lobby, dass wir andauernd präsent überall sind. Wir bewegen uns ziemlich in so einer eigenen Bubble. Das merke ich andauernd, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin. Meistens treffe ich hier, John, du bist die Ausnahme, eben halt ältere Herren, wo ich mich schon zurechnen würde. Nein, ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber es geht schon immer in eine Richtung. Aus so einer bestimmten Richtung kommen auch die Menschen. Wir bewegen uns dort so in so einer Bubble, wo wir auch nur sehr schwer rauskommen. Oder es zumindest nicht so gut schaffen. Was andere
ja, eben halt dann eben nicht erreicht. Und da ist das Marketing vielleicht an sich nicht so. Was die technischen Themen angeht, dort finde ich, also ich bin bei ubuntuusers.de, habe ich ein Forum, wo ich seit 2007 irgendwie auch aktiv bin. Und habe auch die Zeit eben halt so gesehen. Am Anfang war es wirklich, dass technische Probleme total viele dort aufgeschlagen sind. Es hat auch nicht alles funktioniert. Es waren auch Probleme da, wie man eben halt das Linux-System, Ubuntu jetzt hier in diesem Fall, eben halt richtig gut zum Einsatz bringt. Diese Themen, die sind heutzutage nicht mehr so. Natürlich gibt es immer Randprobleme, wo auch mal was nicht so richtig funktioniert. Das gibt es unter Mac und Windows auch. Das ist gar kein Thema. Aber es ist nicht mehr so, dass ich andauernd einen Spezialisten brauche, der mir in technischen Problemen hilft. Das Problem haben wir nicht mehr so extrem, sondern das ist zumindest, was ich aus dem Forum kenne, relativ abgeflaucht. Okay, Frank. Ja, gerade ist das Schlüsselwort Marketing schon gefallen, dass viele Leute sagen, wir müssen bei Open Source eigentlich ein besseres Marketing machen. Ich würde da gerne einen Schritt zurücktreten und sagen, wir müssen uns eigentlich erstmal richtig darüber klar werden, was eigentlich die Vorteile von Open Source eigentlich genau sind. Und dann muss man die richtig kommunizieren. Ich selbst bin ja seit über 20 Jahren engagiert und ich kenne auch so ein bisschen so, wie das alles angefangen hat. Am Anfang hat so die Open Source Community, wenn man sie gefragt hat, was ist eigentlich Open Source freie Software, kam das Thema sofort auf Lizenzen. Ja, da geht es um Softwarelizenzen, freie Softwarelizenzen. Jetzt weiß ich nicht, wie so der Background für den meisten Zuhörern jetzt heute ist. Softwarelizenzen sind jetzt nicht sonderlich sexy, dass man jetzt sagt, hey, das ist irgendwie eine total spannende Sache, sich mit Softwarelizenzen zu beschäftigen. Also die Öffentlichkeit von Open Source mit Lizenzen zu begeistern, ist, glaube ich, kann man, glaube ich, vergessen. Dann gab es natürlich ganz lange noch den Faktor der Kosten, dass man gesagt hat, naja, neben der Freiheit ist es eben auch noch kostenlos. Jetzt ist es natürlich inzwischen so, dass viele proprietäre Software auch inzwischen kostenlos ist, weil sie irgendwie in der Cloud läuft und man irgendwie werbefinanziert irgendwelche Dienste nutzt und eigentlich nicht dafür bezahlt. Das heißt sozusagen, zu sagen jetzt hier, nimm doch jetzt Open Source, ist kostenlos, dann da trinkt man auch nicht richtig durch. Ne? Wenn man das, ich weiß, am Anfang von Open Office, LibreOffice war ganz oft der Kostenaspekt wichtig bei der Verbreitung. Inzwischen sagt die Jugend wahrscheinlich, ja, Google Docs ist doch auch kostenlos und irgendwie ein anderes. Das heißt, der Kostenaspekt, der zieht auch nicht mehr so richtig. Bei Nextcloud haben wir übrigens dasselbe Problem. Lustigerweise ist ja Nextcloud teurer als Google Drive. Die Software ist zwar kostenfrei, aber man braucht natürlich noch einen Server, wo man das Ganze drauf betreiben kann. Wogegen das einem von Google und Microsoft abgenommen wird. Ne? Das heißt, Kostenvorteil zieht nicht mehr. Ich glaube, wir müssen an wirklich besseren Argumenten arbeiten, dass man sagt, okay, hier habe ich dann irgendwie mehr Freiheiten, hier kann ich Dinge tun, die woanders vielleicht nicht möglich sind, aufgrund der Geschäftsmodelle. Und die müssen wir kommunizieren an normale Menschen, die sich nicht für Softwarelizenzen interessieren und die auch andere Dienste online sowieso auch jetzt schon kostenlos nutzen. Wir müssen Argumente wie Freiheit, Flexibilität, Datenschutz, Privatsphäre, verschiedene andere Dinge. Ich glaube, so können wir wachsen. Darf ich noch kurz was zu gerne, sehr Lizenzen gerne. Sagen? Was richtig ist, natürlich, es geht um Lizenzen, aber wir müssen uns ja immer wieder klar machen, dass die Frage der Lizenz nur bei der Weiterverbreitung relevant wird. Also es gibt ja zwei Dinge. Das Wort Nutzen ist ja ein bisschen schwieriges Wort. Nutzen nutze ich eigentlich, wenn ich den Computer laufen lasse und die Software ablaufen lasse, oder nutze ich, wenn ich die Software kopiere und verbreite, weil ich zum Beispiel die Software in Geräte hineintue. Und der riesige Unterschied zwischen proprietärer Software und Open-Source-Software, die Revolution sozusagen, findet ja statt, wenn ich nur nutze. Wenn ich kopiere und verbreite, dann ist das völlig richtig. Dann spielen Lizenzen eine große Rolle. Aber die Leute, über die wir hier reden, die kopieren und verbreiten, ja nicht nutzen ja nur. Und da ist es auf der einen Seite bei der proprietären Software die Euler, eine komplizierte und kaum auflösbares Konstrukt von Lizenzbedingungen. Und bei Open Source einfach nichts, noch nicht mal ein Vertrag. Viele Juristen sagen, es ist gar kein Vertrag. Es ist eine einseitige Willenserklärung der Entwickler, die
sagen, wenn du auf irgendeine Art und Weise dieser Software habhaft wirst, dann kannst du sie uneingeschränkt nutzen, verändern, was weiß ich, damit machen, was du willst. Und das ist dieser gewaltige Unterschied. Und da muss man Gott sei Dank sich gar nicht mit Lizenzen auskennen, sondern es ist genau keine Lizenz. Es ist einfach nur, ich habe was und ich kann es benutzen. So wie eine Gemeinfreiheit. Aber die Gemeinfreiheit stimmt natürlich nicht, weil ich das nicht kopieren und verbreiten kann. Aber ansonsten habe ich uneingeschränkte Rechte. Und das heißt, ich kann es auch weiter benutzen, wenn es abgekündigt ist, weil es gar nicht abgekündigt sein kann. Und diese Tatsache, dass es nicht abgekündigt sein kann, das hat eben mit dieser wundervollen einseitigen Willenserklärung zu tun. Und auch nicht mal das ist kommuniziert. Wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche, die wissen ja noch nicht mal den Unterschied zwischen proprietärer und Open-Source-Software. Ja, wir haben ein Marketingproblem, aber ein informatorisches Marketing. Wir haben kein Marketingproblem, dass du den Leuten irgendwie was vom Himmel lügen musst, wie das normale Marketing, sondern wir müssen den Leuten aber nur erklären, wie es wirklich ist. Das schaffen wir auch nicht. Genau. Wenn ich mich den Worten anschließen darf, die auch der Frank gesagt hat, dass wir sehr viel erklären müssen, wo die Vorteile für den Nutzer da auch liegen auf der übergeordneten Ebene. So ein Stichwort wie digitale Souveränität, das muss erklärt werden. Das kann nicht jeder Nutzer direkt für sich interpretieren, obwohl es sehr, sehr starke Auswirkungen für jeden einzelnen Nutzer an der Stelle hat. Und dann müssen wir dem gegenüberstellen, das Kostenargument ist richtig, das tritt zurück, dann müssen wir dem gegenüberstellen, dass er eben im Sinne von Kosten gegebenenfalls der Nutzer ein Stück seiner Gewohnheiten da aufgeben muss. Eine Einstiegshürde ist sehr häufig, was wir hören im LibreOffice, ja, aber das muss genauso gehen wie bei dem großen Mitkonkurrenten und so weiter. Man wird da nie hundertprozentig gleich sein und wir tun auch sehr viel, um zumindest vergleichbar zu sein und auch diese Hürde abzubauen. Aber man muss auch Änderungsbereitschaft mitbringen. Und warum man sich ändern sollte, warum man das als Preis quasi zahlen sollte, das ist absolut erklärungsbedürftig und das müssen wir viel besser tun. Es gibt Ansätze dazu, aber wir müssen das noch weiter und besser tun. Absolut. Okay. Ja, also ich denke. Wenn ich vielleicht kurz reinspringen darf, weil ich es ganz spannend fand, was Lothar gerade gesagt hat, dass man immer wieder hört, na, das muss genauso funktionieren wie bei den anderen. Also ich kenne die Diskussion, ne? Ich habe irgendwie 10 Jahre lang versucht, Linux auf dem Desktop im KDE-Projekt voranzubringen. Ich glaube, erstens wird man es nie erreichen, weil es wird immer irgendwie einen Unterschied geben, dass man sagt, immer eine perfekte Kopie von einer proprietären Software, das ist nicht zu erreichen. Und es ist eigentlich auch nicht das Ziel. Weil selbst wenn man es in einer perfekten Welt erreicht hätte, dass man exakt gleich ist, ist man ja deswegen noch nicht besser. Also wir müssen ja besser sein. Wir müssen von der Funktionalität, von der Usability, von der Security, vom Marketing müssen wir besser sein und nicht nur proprietäre Software kopieren. Ja, und ich finde auch, wir müssen versuchen, diese Messlatte wegzunehmen. Wieso müssen wir denn sein wie ein krimineller Konzern? Dieser Konzern hat vor 10 Jahren den Krieg erklärt und der Balmer hat gesagt, es war toll, dass er den Krieg erklärt hat. Also eine unilaterale Kriegserklärung, ein solches Unternehmen soll unser Standard sein. Warum erlauben wir Universitäten, dass sie den Leuten früh kostenloses Dope geben und dann ist das plötzlich der Standard? Warum kriege ich im Kindergarten mit, dass das alles Windows ist? Und das ist ja Unfug. Warum der Standard müsste sein, die freie Welt ist der Standard und wenn ein Proprietärer daran will, dann soll er es ähnlich machen und kompatibel machen. Die haben die ganzen Welten verdreht, oder? Wer sagt denn, dass ein kriminell agierendes Unternehmen aus Amerika der Standard ist? Das muss geächtet werden und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich verstehe dieses, wieso beugt man sich dem? Das haben wir nie verstanden, das ist so Unfug. Also die Messlatte ist das Freie, das für jedermann nutzen kann. Und wenn ein Proprietärer auch sowas machen will, dann soll er versuchen, das kompatibel zu machen. Das wäre der Weg. Alles andere kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich würde versuchen, nochmal ein bisschen die Diskussion nochmal in eine andere Richtung zu lenken. Also erstens nochmal alles zusammengefasst. Absolut. Ich denke, das sind wichtige Punkte. Zum einen erstmal ist, glaube ich, der Fokus gar nicht so in dem, wie unsere Software aufgebaut ist, was sie für Funktionen hat, weil die ist teilweise tatsächlich schon ganz gut. Ich gehe auch d'accord, dass wir da vielleicht nicht unbedingt direkt uns, ich sag mal, mit messen sollten mit proprietärer Software. Man sollte auf jeden Fall seinen eigenen Weg gehen. Und ich würde jetzt noch mal ein bisschen das Thema aufgreifen wollen, so ein bisschen mehr in die Köpfe der Leute reinzuwollen. Und ich glaube, wir selber erleben das alle auch im Umfeld,
ja, Datenschutz ist doch nicht ganz so groß geschrieben, jedenfalls häufig in den Köpfen. Da geht es um andere wichtige Themen, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber sowas fällt dann halt schon manchmal ein bisschen hinterunter, wenn man ja, die momentan, ich sag mal, führenden Messenger sieht, beispielsweise über Google Drive, über alles, was wir sehen. Das ist tatsächlich dann doch schon eher dann durch diese Firmen geprägt. Wir müssen versuchen, so ein bisschen in die Köpfe der Leute zu kommen, so ein bisschen auch, ich sag mal, ja, zu kommunizieren, was denen eigentlich, ich sag mal, entgeht quasi, wenn sie halt eben diese Software nutzen, halt eben ihre Privatsphäre teilweise, beziehungsweise man weiß gar nicht so richtig, was dann diese Unternehmen mit den Daten machen. Da müssen wir versuchen, marketingtechnisch so ein bisschen die, ja, einfach da vorzudringen. Also ich denke, wir haben alle doch schon ganz passable Software, auch wenn es an ein oder anderen Stellen noch hakt. Ich würde auf jeden Fall nie auch auf jeden Fall sagen, dass wir unbedingt irgendwelche wirklich Kopien brauchen. Wir brauchen unsere eigenen Konzepte. Wir sollen sogar vielleicht einfach besser sein, weil dann werden die Leute sowieso vielleicht dann auf die andere Software umsatteln, wenn man einfach, ich sag mal, bessere Features zeigt, das Ganze vielleicht schneller, effizienter macht, dann kommen die Leute von ganz alleine. Das sieht man beispielsweise im Serverbereich sehr, sehr gut. Da haben wir doch schon eine relativ hohe Verbreitung von Webservern und so weiter, weil die Software ist sehr, sehr gut, ist schnell, ist sicher, ist effizient, hat eine große Nutzerschaft. Da ist es gut angekommen. Da sind wir jetzt, ich sag mal, nicht von den, von den großen Unternehmen abhängig. Natürlich ist es erstmal auch eine Aufgabe der Politik, meiner Ansicht nach, so ein bisschen, hervorzuheben und das in Schulen auch von Anfang an dann direkt, das Unternehmen mit dem großen M dann da überall die Rechner bestückt, ist tatsächlich vielleicht auch ein bisschen schwierig, was auch mit öffentlichen Geldern geschieht. Da tut sich ja so ein bisschen die Free Software Foundation Europe beispielsweise auch einsetzen, ne? Public Money, Public Code beispielsweise. Ich finde, das sollte viel, viel höher, getragen werden. Aber jetzt ist die Sache, wir sind alle wahrscheinlich jetzt nicht die größten Politiker, beziehungsweise haben da jetzt nicht so viel Einfluss. Wie können wir selber für uns erreichen, dass wir beihelfen, dass wir schauen, dass wir wirklich mit Marketing, mit verschiedenen Strategien mehr in die Öffentlichkeit rücken? Und da würde ich euch vielleicht einfach mal die Frage stellen, habt ihr vielleicht konkrete Ideen, wie wir das erreichen könnten, wie wir das alle gemeinsam erreichen könnten? Muss ja nicht jeder für sich alleine kämpfen, das sehen wir ja leider auch viel zu häufig, meiner Ansicht nach in der freien Softwarewelt, dass sich dann häufig eher gestritten wird, anstatt an einem Strang zieht. Und wie können wir das selber erreichen? Es gibt ja verschiedene Beispiele, wie die OSB Alliance, beispielsweise die Open Source Business Alliance, die tun so ein bisschen, also wirklich Lobbyarbeit betreiben teilweise auch und noch verschiedene andere Sachen, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ich möchte euch einfach mal die Frage geben, habt ihr da Ideen oder Strategien dafür? Lothar. Ich greife das direkt auf, weil du das Stichwort gesagt hast, hier sitzen mindestens zwei Vorstände aus der Open Source Business Alliance. Der Frank ist im Vorstand und ich selber bin auch im Vorstand und ich selber bin noch ein paar Tage Sprecher der WG Public Affairs, also der Gruppe, die sich Richtung Politik wendet und versucht, Informationen weiterzugeben, Überzeugung zu leisten. Will da nicht zu positiv sprechen, aber wir haben da in den letzten Jahren schon etwas erreicht. Wir sind an einem anderen Punkt als vor 2 bis 3 Jahren oder 4 Jahren. Der Begriff Open Source, der Begriff digitale Souveränität ist da im Moment in aller Munde. Allerdings muss man auch sagen, wir haben jetzt das Window of Opportunity. Also sprich, wir sind jetzt in einer Zeit, wo Sensibilität, du hast es angesprochen, Messenger, Daten, Souveränität und so weiter, ein Stück weit da ist. Wo wir vielleicht noch nicht so weit sind, das ist wirklich in der Nutzerschaft, in der Sensibilisierung der Nutzerschaft. Also Verbände, die hier agieren wie eine Open Source Business Alliance, die tun da schon viel Richtung Politik. Wir sollten vielleicht auch mehr, dann aber auch in einer anderen Sprache, in die normalen Nutzer, in die Industrie reingehen. In der Industrie ist es so, ich glaube, da Carsten hat es eben angesprochen, gibt es durchaus auch sogenannte Organisationsformen, diese OSPOs sind am Sprießen, Open Source Program Offices sind das, die in Anwenderorganisationen aufgebaut werden und genau auch diese Funktion wahrnehmen, in das Unternehmen hinein quasi eine Open Source Strategie zu definieren, zu informieren und so weiter.
Das haben wir teilweise auf Public Affairs-Seite, auf europäischer Ebene, auf Bundesebene. Aber es gibt inzwischen noch viele große Industrieunternehmen, die solche OSPOs, Open Source Program Offices aufbauen. Also das sind sicherliche Hilfen und wir müssen uns da engagieren. Wir müssen aus unserer Bubble, wie es eben so schön heißt, raus und uns mit den Anwendern, mit den Nutzern auseinandersetzen und diese Aspekte auch ernst nehmen. Das war schon immer so. Genau, und da glaube ich eben halt auch, also in den letzten Jahren, dass sich da vieles getan hat, Lothar, total d'accord. Ich habe das natürlich auch beobachtet, wobei auch die angesprochene Kampagne von der FSFE mit Public Code, also Public Money, Public Code, ich fand schon, dass dort gesellschaftlich nicht zu viel irgendwie Bewegung stattgefunden hatte. Ich glaube, man hat doch wieder nur so einen kleinen Kreis erreicht. Also einerseits war das, glaube ich, ganz gut. Auch die Kampagne fand ich gut. Also das jetzt gar nicht mal irgendwie da ein Kritikpunkt. Aber wir sind, glaube ich, nicht gut genug in die Breite damit gegangen. Woran das auch immer gelegen hat, mag ich nicht beurteilen. Und da ist natürlich das eben halt ein bisschen schlecht für oder schwierig, wenn nur ein paar einzelne Personen mit ihren Verbänden oder so dort eben halt Druck erzeugen, wenn kein Mensch bei seinen Abgeordneten irgendwie vor Ort irgendwie das Thema auch mal zur Sprache bringt oder sowas in Bürgersprechstunden oder sonst was, reagieren die meisten Abgeordneten da nicht. Das ist der politische Betrieb, den wir eben halt dort auch haben. Natürlich, Verbandarbeit ist auch sehr wichtig, aber meistens reicht es nicht alleine so. Also was ich da noch ganz kurz zu sagen will, dass wir, glaube ich, dort, nachdem wir jetzt eben halt auch in der Open Source Welt sehr viel auch qualitativ hohe Software haben und die auch gut nutzbar ist, dass wir dort eben halt, glaube ich, das Thema darauf lenken sollten, dass wir dort Lösungen anbieten, die sie vielleicht auch mit einer anderen Software nicht bekommen können, also sie, die jeweiligen Nutzer. Ne? Also das wäre nochmal so, wo ich denke, das könnte auch so ein bisschen kampagnenmäßig auch mal ganz gut umgesetzt werden. Ich denke wirklich, es geht, sorry, wenn ich mich wiederhole, aber ich glaube, es geht um die richtige Kommunikation der Vorteile und der Werte. Die Bewegung, die wir jetzt, also vorsichtige Bewegung, jetzt müssen wir mal schauen, wie weit das trägt in der Politik hier in Deutschland oder in Europa, die liegt, glaube ich, auch wirklich daran, wie ich vorher schon versucht habe zu sagen, dass man hier die Werte von Open Source momentan schafft, besser zu kommunizieren, nämlich, wie Lothar auch schon sagte, mit dem Begriff digitale Souveränität. Das ist ein Begriff, der ist, den kann man verstehen als Politiker. Da kann man sehen, okay, ich habe hier Abhängigkeiten, habe ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Trump in den USA macht komische Dinge. Ich so, vielleicht müsste ich so ein bisschen mehr Kontrolle über meine Daten, meine Applikationen, meine IT haben. Digitale Souveränität, das wäre doch irgendwie eine gute Sache. Und ich glaube, das wird verstanden. Wogegen halt, sage ich jetzt mal, die alte Diskussion um, ja, irgendwie hier GPL ist irgendwie besser als D&D-Lizenz, das ist schwierig. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil gerade das Stichwort Kommunikation mit Abgeordneten gefallen ist. Das ist natürlich ganz eine wichtige Sache, wobei man da auch wieder schauen muss, was kommuniziere ich eigentlich? Also ich persönlich selbst bin im Austausch mit der Politik und ich habe das ein oder andere Mal schon mit Abgeordneten gesprochen. Das ist dann ein Abgeordneter, der vertritt irgendwie einen Landkreis irgendwo in, weiß ich jetzt nicht, irgendwo auf dem Land, in irgendeinem Bundesland, hat irgendwie die Hälfte, ist irgendwie Handel, dann gibt es noch ein bisschen ein paar Landwirte und auch sonst irgendwie Leute. Und dann guckt man da an und sagt, hey, du kannst deine nächste Wahl, kannst du gewinnen, indem du Open Source vertrittst. Das wird da halt nicht verstanden. Also das ist das, was ich am Anfang sagte. Wir müssen bessere Argumente finden, müssen den Leuten erklären, welche ganz konkreten Vorteile sie mit Open Source haben. Wenn wir das nicht schaffen, kommen wir nicht in die Breite. Genau, also wir haben, glaube ich, alle Kontakt zu Politikern, die im Bundestag sitzen, also das scheint mir so zu sein. Aber genau, das Argument ist ja dort, wenn ich mit einer energiepolitischen Sprecherin einer Partei eben halt rede, dann brauche ich natürlich dort Anknüpfungspunkte wie in ihren
in ihrem Bereich, das dann eben halt auch hilfreich ist. Ne? Nur zu sagen, Open Source, das sind die Vorteile, da müssen die ja noch die Übertragung machen. Die Übertragung müssen wir mit liefern, ansonsten wird die nicht geliefert. Ich würde den Blick gerne noch ein bisschen auf uns selbst werfen. Ehrlich gesagt, die Menschen, die hinter der Open-Source-Idee stehen, die machen das ja nicht für Geld, sondern die machen das für ihre Ideen und haben auch meistens eine gewisse technische Seite. Und diese findet man normalerweise nicht dort, wo Lobbyarbeit gemeistert wird. Wir sehen das an uns oder wir sind 8 Leute in unserer kleinen Geschäftsstelle und wenn es dann heißt, hat jemand von euch Lust, da zum nächsten Bitkom oder VDMA-Event zu gehen, dann laufen alle weg, weil sie sagen, ey, ich habe mit meiner Zeit was Besseres zu tun als eine Stunde oder den ganzen Tag darum zu sitzen mit dem Quatsch anzuhören. Und auch die grundsätzliche Haltung ist, jemand, der für Geld was macht, der macht das mit viel mehr Waffengewalt, würde ich mal sagen. Also die Leute haben eine ganz andere Haltung, die brauchen das Geld, was weiß ich, wofür auch immer, und wir haben unsere Ideen. Und wir sagen, hey, die Idee ist doch so toll, da muss man doch nicht drüber reden, das versteht doch jeder. Aber nein, so ist es nicht. Aber wir sollten auf uns selbst gucken, wer von uns hat Lust und Zeit, uns dahin zu begeben und gegen diese Wand auch von Argumenten gegen anzugehen. Wir haben vor 10, 15 Jahren, haben wir, was weiß ich, alle möglichen Ideen gehabt und dann hieß es, ja, aber wir können auf keinen Fall zulassen, dass wir über Open Source reden, weil wir haben das Risiko, dass dann vielleicht Microsoft seine Zentrale aus München wegnimmt und dann fallen 1000 Arbeitskräfte weg. Da wurde uns gesagt, ihr dürft nicht mitmachen, weil das eine Gefahr ist für Arbeitskräfte und sowas ähnliches. Die Leute haben eine völlig andere Vision davon. Und wir haben nicht die Überzeugungskraft. Wir als Techniker, als Ingenieure, wir haben das nicht. Wir müssten es schaffen, Leute für unsere Ideen zu begreifen, die dann hingehen und die nachmittags um 5 Uhr ein Häppchen-Event im Bundestag machen. Aber ich habe bisher kein Häppchen-Event organisiert, ehrlich gesagt. Darf ich dem als jetzt auch natürlich The Document Foundation und als Inhaber eines Unternehmens, der auch Geld um Open Source herum macht, ein Stück weit widersprechen? Man kann mit Open Source Software beziehungsweise mit Dienstleistungen drumherum Geld verdienen. Da sind Businessmodelle, die wirklich auch interessant sind. Und damit kann man übrigens auch Politiker überzeugen. Nur den reinen hehren Wert Open Source an sich stehen zu lassen, das ist ein wichtiger, aber durchaus auch klar zu machen, und das ist für alle Beteiligten sehr wichtig, dass man auch Businessmodelle um Open Source herum bauen kann. Ich glaube, das hat exakt mit der Diskussion zu tun, die wir eben geführt haben, wenn wir nur diesen eingeengten Radius haben, der hehren Idee von Open Source oder der Werte, dann springen wir zu kurz. Und es ist ja auch nicht so, dass in München dort das Thema war, dass da nicht mit genug Arbeitsplätze geschaffen werden. Es war ja auch ganz klar, da gab es ja auch Studien drüber, wie viel durch die Umstellung der Fachverfahren gerade dort auch an unmittelbar in Münchner Umgebung an Arbeitsplätzen eigentlich entsteht, wenn man nicht auf Microsoft geht. Ne? Also das glaube ich gar nicht das Hauptargument dort gewesen. Denn ich wollte auch nicht da sprechen, dass wir diese hehren Argumente verbreiten, aber ich wollte auf uns, die wir alle davon begeistert sind und die ich kenne, alle von denen sind begeistert mit Open Source und arbeiten damit und freuen sich jeden Tag, aber keiner hat Lust, in diese politische, wie gesagt, in diese Richtung zu gehen. Wenn wir es nicht schaffen, dass wir Leute, die diese Ideen verbreiten, die wie gesagt ein Häppchen-Event organisieren, und ich habe die nicht. Und ich weiß auch nicht, wenn ich mit den Leuten spreche, mit denen ich zusammenarbeite, die kann ich dafür nicht begeistern. Und die anderen schaffen es aber. Die anderen schaffen diese Begeisterung. Und insofern, ich fürchte mich immer davor, dass wir Gründe finden, warum es nicht besser ist. Wir finden technische Gründe oder Akzeptanz oder was weiß ich. Aber die Gründe sind ganz anderes. Die Gründe sind in einer politischen Übermacht von Mechanismen, von etablierten Mechanismen. Und ich fürchte mich immer dagegen, dass ich irgendwo auf ein Kampffeld gehe, wo ich was machen soll. Aber ich habe sowieso keine Chance, weil die anderen mit so viel mehr Druck dahinter sind. Und deswegen sollten wir uns überlegen, dass wir unsere Kraft nicht verschießen. Oder wir sitzen da und sagen, wir sollten jetzt noch mehr die Oberfläche noch toller machen, alles noch toller machen. Nein, ich glaube, dass wir
die Macht oder die Kräfte, die das dafür sorgen, dass die Open-Source-Welt so ist, wie sie ist und die proprietäre Welt so ist, wie sie ist, die sind so stark und wir müssen warten, bis die schwächer werden. Aber wir können dann nicht so viel machen. Ich würde jetzt vielleicht das Ganze nochmal aufgreifen und einen Punkt, ich weiß nicht, wer von euch den erwähnt hat, ich glaube Lothar war es, das Finanzielle. Also wir haben ja durchaus wirklich schon sehr erfolgreiche Projekte, die auch, ich denke, wenn wir jetzt einfach mal 5 Jahre abwarten, dann auch noch mehr reißen, alleine durch die Kommunikation der Politik. Also so ein bisschen hört man das ja mittlerweile schon teilweise. Und klar, also wir selber sind keine Politiker, wir können da nichts ändern, aber ja, was können wir selber ändern? Das möchte ich so ein bisschen heute dann doch nochmal, ich sag mal, auf diese Richtung gehen. Und wenn wir in puncto Finanzierung von Projekten gehen, also beispielsweise, wir haben tolle Projekte, die wunderbar, ich sag mal, ich unterstelle jetzt einfach mal, auch finanziell laufen, das wäre beispielsweise Blender, das wäre Nextcloud, das wäre LibreOffice, das sind ja schon wirklich, ich sag mal, Namen, die wirklich auch jetzt außerhalb unserer kleinen Linux-Bubble quasi dann doch schon mittlerweile großen Zuspruch finden. Und irgendwas scheinen die ja quasi richtig zu machen in puncto, erstmal Marketing. Vielleicht gehen wir da nochmal später ein bisschen drauf. Aber ich möchte jetzt mal ein bisschen in die Finanzierung reingehen. Was für Finanzierungsmodelle gibt es vielleicht, beziehungsweise würde ich mal von jedem so ein bisschen wissen, so hey, was ist eure Strategie, euer Projekt zu finanzieren, dann ja, mehr Geld, mehr Möglichkeiten, dann hat man auch direkt mehr Marketing. Ich denke, das ist vielleicht auch so eine Sache, die bei freier Software immer gern mal in den Hintergrund gestellt wird, aber am Ende müssen wir alle unsere Rechnungen bezahlen und von Code können wir alle nicht leben und wir können nichts essen davon. Also von daher, ja, was sind eure Strategien, vielleicht auch Konzepte für ein Open-Source-Projekt an Geld zu kommen? Kann ja mal anfangen. Finde ich eine ganz spannende Frage. Bei mir hat er auch so ein bisschen so eine Veränderung im Kopf eingesetzt seit einigen Jahren. Ich habe ja mit Open Source angefangen in den 90er Jahren noch, KDE-Projekt und anderen. KDE ist ja eine Community, ein Produkt, wo es ja kein Unternehmen gibt, kein Geschäftsmodell, nichts. Es sind quasi wirklich Freiwillige, die halt am Wochenende irgendwie irgendein Feature entwickeln oder einen Bug fixen auf komplett freiwilliger Basis. Und das ist tatsächlich eine große Stärke von Open Source, genau so zu arbeiten. Freiwillige übrigens müssen jetzt nicht irgendwie die armen Studenten sein, die irgendwie das machen aus Spaß, sondern es kann ja auch tatsächlich Nutzer, Unternehmen, Organisationen, man sieht es am Linux-Kernel ja, wo auch große Unternehmen tatsächlich kollaborativ mitarbeiten. Das ist die eine Sache. Allerdings bin ich persönlich dann über die Jahre an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, es ist auch gut, wenn man jetzt Kernentwickler Vollzeit bezahlen kann, wenn man ein professionelles Marketing aufbauen kann und einfach vielleicht auch Lobbyisten einstellen kann und die ganzen Dinge machen kann, die man mit rein im freiwilligen Community eben nicht erreichen kann. Ich denke, unsere Strategie inzwischen, dass wir das Ganze hybrid machen, das heißt, wir haben eine große Entwickler-Community, die ist auch immer noch super wichtig. Über 2000 Personen tragen allein Code bei, da sind jetzt irgendwie Übersetzer und sonstige Leute noch nicht mal mitgezählt. Das ist wirklich eine große aktive Community, aber zusätzlich gibt es auch noch ein Unternehmen, was auch noch ein Geschäftsmodell hat, was dann uns die Lage versetzt, eben Entwickler zu beschäftigen. Wir sind inzwischen um knappe 50 Entwickler alleine, die die meisten Vollzeit an dem Code arbeiten, Open Source Code produzieren. Dafür braucht man eben noch ein Geschäftsmodell und das ist in unserem Fall eben das Geschäftsmodell typischerweise ähnlich mit SUSE und Red Hat und anderen, dass wir eben Services, Subscriptions an große Unternehmen, an Regierungen und sonstige große Organisationen verkaufen und dadurch Einnahmen haben und dadurch Entwicklungsressourcen aufbauen können. Funktioniert bei uns ganz gut, aber das ist natürlich auch immer ganz unterschiedlich, je nach Produktkategorie. Ich kann da ja vielleicht mal einspringen, weil das ja fast ähnliches Modell ist wie bei Ubuntu. Wir haben das ja eben halt auch, eine sehr starke Community, die eben halt Sachen entwickelt, dort auch Anwender-Support leistet und sonstige
Themen dort macht. Diese Community wird zum Teil auch aus dem professionellen Umfeld unterstützt, aber häufig auch in Richtung Spendenaktionen, wenn die irgendwie Geld brauchen, finden dort auch mal statt. Also da ist jetzt auch finanziell nicht das große Problem. Das kriegen wir irgendwie dort auch hin. Und ein Unternehmen, Canonical, ist dort im Hintergrund, ja, ähnliches Geschäftsmodell, eben halt auch für Großfirmen da eben halt, ja, inklusive Wartung, Sachen verkaufen, dass dort die eben halt auch ihre 400 Leute, die da beschäftigt sind, eben halt auch unterhalten können. Ja, ansonsten läuft das dann doch eher mehr so in, ja, viele Beiträge auch aus dem privaten Umfeld oder von anderen Firmen. Komme ich von der LibreOffice-Seite. Ist es nicht ganz so einfach, obwohl es ähnlich ist, aber ich habe es eben schon mal erwähnt, übrigens letztes Jahr Vortrag auch bei euch. Wir sind als Stiftung organisiert, wir sind als Stiftung gemeinnützig. Jetzt haben aber natürlich auch Stiftungen und gemeinnützige Stiftungen auch Rechnungen, die sie bezahlen müssen, mindestens im Infrastrukturbereich, aber wir haben natürlich auch ein relativ großes Team an festangestellten Mitarbeitern bei der Stiftung. Wir sind jetzt nicht gewinnorientiert, wir müssen also keinen oder so wollen auch keinen Gewinn machen, aber selbstverständlich brauchen wir in der Organisation dieses Projektes zwei Sachen. Und zwar das eine ist wirklich Geld, Spenden, die uns zugeführt werden. Gott sei Dank funktioniert das und Gott sei Dank sind insbesondere private, aber auch industrielle Unternehmen bereit, da Geldbeträge zur Verfügung zu stellen. Es gibt aber noch eine weitere Kategorie, die uns sehr stark hilft, in Anführungszeichen zu überleben oder eben zu arbeiten. Das ist das, was eben von den anderen beiden quasi von diesem Firmenaspekt genannt wurde. Wir haben ein sogenanntes Ökosystem um LibreOffice herum, das nicht nur Geldspenden und so weiter liefert, sondern freiwillige Zulieferungen. Also in irgendeiner Form, sei es Code-Zulieferungen, sei es Arbeitszeit, die zur Verfügung gestellt wird und so weiter. Und eben einen großen, wie auch bei den anderen, freiwilligen Part, der in irgendeiner Form sehr, sehr wichtige Marketingleistungen, Übersetzungsleistungen, Qualitätssicherungsleistungen, Spread-the-Word-Leistungen, also in der Welt davon zu sprechen, beibringen. Also das sind die beiden wichtigen Füße, die beide ohne einander nicht funktionieren würden. Eins ist uns wichtig, wir sind als Stiftung, das steht auch in der Stiftungssatzung drin, dazu angehalten, unabhängig zu agieren. Einer der wesentlichen Gründe der Historie von LibreOffice war die Dominanz eines oder versuchte Dominanz eines damals oder bis heute proprietär denkenden Unternehmens. Und das war der Grund, diese Stiftung quasi auszugründen. Und das wollen wir natürlich weiter bleiben. Aber nichtsdestotrotz ist diese Zusammenarbeit mit dem Ökosystem, der genau auch diese Code-Zulieferungen macht, sehr wichtig, neben den Spenden, die wir wirklich brauchen, definitiv. Ja, und wir sind noch was ganz anderes. Wir sind eine eingetragene Genossenschaft. Und 2006 ist das ja novelliert worden, das Genossenschaftsgesetz. Vorher war es auch schon möglich, dass nicht nur normale, natürliche Personen Mitglied werden können, sondern eben auch Unternehmen. Und bei uns sind ausschließlich Unternehmen Mitglied unserer Genossenschaft. Wir haben über 100 Mitglieder weltweit und haben ein pauschales Modell. Eine Genossenschaft macht auch bilanzmäßig und GUV-mäßig keinen Gewinn, sondern da steht immer eine schwarze Null. Wenn wir Geld übrig haben, müssen wir es entweder ausschütten oder in die Rücklagen geben. Wir schütten aber nichts aus, wir geben es normalerweise in die Rücklagen. Der Geschäftsanteil ist sehr gering, ist nur 1.000 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich 3% Gewinn machen würden und das ausschütten wollen, wir würden Intel 30 Euro zuschicken, dann wüssten wir gar nicht, wie sie es verbuchen. Also wir haben keine, wie eine Bank, keine Dividende, keine Ausschüttung, sondern unsere Leistungen kommen als Dienstleistung. Das heißt, ein Unternehmen zahlt einen jährlichen, wir nennen das pauschale Dienstleistungsumlage. Und mit dieser pauschalen Dienstleistungsumlage machen wir Dienstleistungen. Die Firmen können Fragen an uns stellen, wir machen Softwareentwicklung, wir schreiben Treiber, wir helfen den Firmen mit Lizenzierung und so weiter. Und das Modell funktioniert im Prinzip sehr gut. Das war damals, glaube ich, eine gute Entscheidung. Dieser Satz von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele. Genauso funktioniert unsere Open Source.
Wir machen das, was alle brauchen. Die Firma macht weiterhin, was nur die Firma braucht. Stellen Sie sich vor, ein Treiber kostet, was weiß ich, 1 Million zu entwickeln und 1.000 Mitglieder machen daran, dann kostet noch 1.000 für jeden. Das ist ja unglaublich. Also der ökonomische Effekt ist fantastisch. Das Modell ist fantastisch. Die Firmen, die bei uns mitmachen, sind super glücklich. Wir sind toll gewachsen in der letzten Zeit. Das ist alles prima. Aber es gibt natürlich auch einen Aspekt, den man erwähnen muss, dass es so unendlich schwierig ist, Mitglieder davon zu überzeugen. Das dauert 3, 4, 5 Jahre, bis eine Firma Mitglied wird nach dem ersten Kontakt. Eine Firma mit Milliarden Umsätzen, also der Beitrag pro Geschäftsanteil ist 8.000 Euro im Jahr. Eine Firma kann, wenn sie Mitglied ist, allen Mitarbeitern uneingeschränkt unsere Dienstleistungen zukommen lassen. Wir haben in Deutschland bestimmt 5.000, 10.000 Firmen, die sicher unterm Strich davon profitieren würden, uns diese 8.000 im Jahr zu geben. Aber wir haben gerade mal 20, 60, 70 Mitglieder aus Deutschland. Also das Modell, das theoretische Modell einer eingetragenen Genossenschaft mit den vielen Vorteilen. Ihr wisst vielleicht, im Jahre 2012 ist das Geschäftsmodell als Standardgeschäftsmodell der UNO ausgerufen worden. Im Jahre 2016 ist die Genossenschaft als Beitrag, als erster und einziger Beitrag Deutschland in das Buch der immateriellen Werte der Menschheit eingetragen worden. Also das ist was Tolles, aber und es funktioniert super. Ja. Es gibt überhaupt nichts an dem Modell, an allem so ist es, funktioniert super, aber es ist so unendlich mühsam. Und das war das, was ich meine, oder? Weil wenn das alles niemand weiß und wenn der Geschäftsführer, der so einen Geschäftsanteil erwerben muss, wenn der noch nie von dem Ganzen was gehört hat, wenn er noch nie was vom Urheberrecht gehört hat, noch nie von all diesen Dingen, es ist so unendlich mühsam. Aber wir würden es wieder machen. Okay, gut. Waren ja schon mal echt sehr, sehr tolle Ansätze, um, ich sag mal, jetzt dann doch noch mal ein bisschen in den kommerziellen Bereich zu gehen, weil ne, Open Source, Free for All ist zwar schön, aber ne, irgendwie beispielsweise professionellen Support oder sowas anzubieten, ne, was auch einige von euch machen, damit kommt dann halt vielleicht auch beispielsweise ein bisschen Geld rein. Die Frage ist, was der Carsten schon mal eben angesprochen hat, ja, es gibt so viele potenzielle, ich sag mal, Kunden ich weiß, Mitglieder nennt man das in der Genossenschaft, glaube ich, oder Genossen, oder? Nein. Wir dürfen es Mitglieder nennen. Wir Mitglieder, okay. Okay. Genau, ich bin auch in einigen Mitglied in den Genossenschaften. Genau, man muss sich nicht Genosse schimpfen. Das hat immer so einen sozialistischen Anhauch. Das stimmt, ja. Okay. Am Ende ist die Frage, wie kommen wir besser in die Köpfe von den Leuten? Also ich denke, das geht euch allen so als, Vertreter eines großen Softwareprojektes. Wie kommt man besser in die Köpfe der Leute, der einzelnen Consumer, der einzelnen Kunden? Was habt ihr da für Strategien, an Bekanntheit zu erlangen, an Marketingstrategien vielleicht? Was ist da eure goldene Regel? Was würdet ihr vielleicht auch anderen empfehlen? Vielleicht einfach mal so in die Runde gefragt. Ja, kann ich daran anschließen, dass wir inzwischen ein Team von festangestellten Mitarbeitern haben. Da sind unter anderem natürlich auch Mitarbeiter dabei, die sich um Marketing kümmern, die sich um Kommunikation kümmern und da alle möglichen Kanäle bespielen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, deswegen vielleicht auch die Frage, weil es wirklich Bubblen, teilweise einzelne Bubblen betrifft. Das ist eine andere Kommunikationsform, wenn ich in IRC-Channel mit Technikern, mit Programmierern kommuniziere, als auf der Seite, wenn ich mit Politik zum Beispiel kommuniziere. Wir haben sehr, sehr viel Aktivitäten weltweit auf Open-Source-Veranstaltungen selber, wo wir aus dem Projekt heraus berichten. Wir bemühen uns, lokale Organisationen aufzubauen, lokale Communities quasi, die dann selber eigenständig in ihrem Gebiet machen. Sehr gut hat das in den letzten Jahren in Asien funktioniert. Wir haben inzwischen eine sehr, sehr starke asiatische Community, eine sehr starke südamerikanische Community, Nordamerika. Da müssen wir noch ein bisschen Arbeit leisten. Das wird also teilweise von festangestellten Mitarbeitern gemacht, die da ihre Aufgaben haben, die das auch tun, über alle Kommunikationswege, die man sich vorstellen kann.
und eben auch von den Freiwilligen, von den Communities, die vor Ort gehen, die zeigen, die in den konkreten Nutzerkontakt gehen. Das sind so die, die wesentlichen Sachen. Man muss es tun, das ist das Wichtige. Es ist vielleicht nicht die Frage, wie, sondern tun, machen, das ist das Wichtige. Ja, bei uns ist es so, dass wir natürlich jetzt auch die ganzen üblichen Marketingkanäle bedienen mit, wir machen PR, wir machen Social Media, wir machen Events und so weiter. Wobei natürlich man sagen muss, dass wir aufgrund unserer Größe natürlich nur sehr wenig Kapazität einfach haben. Wir können natürlich überhaupt nicht mithalten mit den Marketingbudgets unserer großen kommerziellen Mitbewerber. Deswegen stellt sich da die Frage, naja, was ist es hier eigentlich unsere, wie soll ich sagen, also unsere Spezialwaffe, was ist sozusagen das, was wir nutzen können, um sozusagen unseren Nachteil auszugleichen. Und das ist aus meiner Sicht, Lothar hat es auch schon angesprochen, ganz klar unsere Community. Das sind, wir haben so viele Fans und Nutzer auf der ganzen Welt, die hinter der Idee stehen, hinter dem Produkt stehen. Und die laufen durch die Gegend und erzählen anderen, wie toll doch diese Software ist. Sowas gibt es vielleicht nicht so sehr, wenn es jetzt nur eine proprietäre, kommerzielle Produkt von einem, von irgendeiner evil großen Corporation wäre. Da tut man wahrscheinlich in seiner Freizeit jetzt nicht sich dafür einsetzen. Aber wenn es ein nettes Open-Source-Projekt ist, wo man irgendwie auch selber vielleicht irgendwie mitmacht, selber benutzt daheim, dann entsteht einfach eine Community von Fans, die letztendlich dann die Fahne hochhalten. Und das ist eigentlich auch unsere Strategie. Und das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was man auch nur machen kann, wenn man eigentlich kein Geld hat. Genau, da kann ich, glaube ich, auch anschließen. Also einerseits macht natürlich Canonical, die Firma hinter Ubuntu, die das Projekt vorantreibt, auch einiges in Richtung Marketing, aber das weiß ich auch gar nicht, was die so alles machen. Das wahrscheinlich erreicht mich das zum Teil gar nicht. Die haben ja auch wirklich Sales-Leute, die auf Firmen zugehen und mit denen auch Gespräche führen und sowas. Aber ich bin ja mehr für den Bereich Community dort unterwegs und durch Vorträge, durch Gespräche, die hauptsächlich dann aber wieder in so Bubblen stattfinden, wie wir es eben schon gesagt hatten, versuche ich einfach eine Möglichkeit zu geben hier, das ist euer Einstieg, wir haben was gebaut, wo euch gute Hilfe eben halt dann auch drumherum ist, sodass du nicht alleine gelassen wirst. Und versuche natürlich auch immer dadurch, neue Leute mit zu, ja, mit in diese Gemeinschaft aufzunehmen, die vielleicht auch wieder was zurückgeben, und damit das so ein bisschen, ja, wie so ein Lauffeuer sich da weiterentwickelt. Ob das jetzt unbedingt immer gut funktioniert, mal so, mal so, mal denkt man, oh, das geht gerade gut voran. Und manchmal denkt man auch so, puh, ja, da sind jetzt auch wieder welche, die haben doch keine Lust mehr, sich da zu engagieren. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und genau, das mag man gar nicht selbst immer so beurteilen, glaube ich. Das ist erstaunlich gleich bei uns allen, kann man sagen. Also wir sind ja vor 15 Jahren gegründet worden. Genau genommen haben wir Anfang Dezember 16. Geburtstag. Und wir haben alles probiert, von allem in ein bisschen. Ich habe auch kein Geheimrezept. Am Ende ist wohl das meiste, was uns voranbringt, unsere Veranstaltung. Wir haben HOT, H-O-T, Heidelberg-Osadl-Tage oder Heidelberg-Osadl-Talks. Wir haben COOL, Compact-Osadl-Online-Lectures. Das findet einmal im Monat statt. Wir haben die Osadl-Networking-Week oder Networking-Day einmal im Jahr, wo Networking-Veranstaltungen sind. Wir haben profitiert von der Virtualisierung, muss ich ehrlich sagen. Wir leiden nicht unter der jetzigen Situation, sondern wir haben es geschafft, dadurch unseren innerlichen Schweinehund ehrlich gesagt zu überwinden. Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich mich da eines Tages vor die Kamera stelle. Also wir haben sicher doppelt bis dreimal so viel Teilnehmer, als wir früher bei persönlichen Veranstaltungen hatten. Wir haben gelernt, dass sich 100 Leute eintragen und 70 Leute erscheinen. Das ist so eine Zweidrittel-Goldregel, das sieht man überall. Ist alles viel unverbindlicher, ist alles ganz anders geworden. Aber wir haben sicher davon profitiert und ich kann immer nur empfehlen, einfach weitermachen auf allen Kanälen. Und wenn es im privaten Bereich ist, den Leuten zu helfen und zu sagen, wie das Ganze funktioniert. Wie was eben angesprochen wurde, Mund-zu-Mund-Propaganda,
immer versuchen, ja, so ein bisschen Guerilla-Taktik, könnte man fast sagen. Also es gibt nach meiner Meinung keine Sonderlösung. Und wenn wir wirklich mal 5 Minuten vor der Tagesschau eine Reklamesendung schalten könnten für Open Source, das würde auch nicht mehr bringen. Also lasst uns so weitermachen. Wir sind ja nicht in einer Phase, wo wir panikmäßig Angst haben, dass wir auf der Verliererseite sind. Es wird von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag wird es immer ein bisschen besser. Die ganze Zeit ist es immer langsam gewachsen. Und wir haben halt nicht dieses Superwachstum, wie man sich damals gewünscht hätte. Wir haben dieses ganz langsame Wachstum. Und in 40, 50 Jahren sind wir wahrscheinlich da, wo wir sein wollen. Es geht halt nicht schneller. Ist so. Ich finde, Carsten, das hast du sehr gut zusammengefasst. Also ich weiß nicht, also ich glaube, ich persönlich kann da nur zustimmen, wenn wir beispielsweise sehen, wo wir vor 10 Jahren standen. Mal so vielleicht nochmal als Abriss, was ich auch im Vortrag erwähnt habe. Da wurde erstmal OwnCloud beispielsweise gegründet und jetzt sehen wir, wie wir nach 11 Jahren dann tatsächlich dastehen in dem Cloud-Bereich. Gut, da ist natürlich immer Luft nach oben, aber das ist ja überall so. Aber unglaublich, was sich da in den letzten 10 Jahren getan hat. Und ich denke, unsere Community wächst auch stetig, auch wenn ich es bei mir selber im YouTube-Kanal merke. Ja, jetzt so langsam habe ich, glaube ich, alle aus Deutschland erreicht. Jetzt wächst es wirklich sehr, sehr langsam. Aber ja, das, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial dahinter. Wir müssen versuchen, einfach, ich sag mal, ja, mehr in die Köpfe reinzugehen, mehr Leute dafür zu begeistern. Es wächst stetig durch solche Veranstaltungen beispielsweise auch. Ich denke, durch Corona haben dann vielleicht auch schon mal andere dann gesagt, ach gut, wenn es eh online ist, dann schaue ich da eh mal vorbei in unterschiedlichsten Geschäftsbereichen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall doch weiter Fahrt aufnehmen, auch wenn es langsam vorangeht. Unsere Zeit ist schon fast am Ende. Vielleicht würde ich jetzt jeden nochmal von euch bitten, vielleicht so 1, 2 Sätze zu sagen, hey, was wollt ihr den Zuschauern mitgeben, was wollt ihr anderen Open-Source-Projekten mitgeben, was liegt euch einfach noch auf dem Herzen, was ihr sagen wollt, in Richtung, hey, was können wir machen, unsere Open-Source-Projekte weiter voranzubringen und erfolgreicher zu machen. Da ich immer angefangen habe, mache ich mal den Start da. Ich habe mir 3 Stichworte dazu aufgeschrieben, die sehr, sehr gut zu unserer Diskussion passen. Das eine, was ich eher glaube, was gar nicht mal so für unsere Zuhörer hier zutrifft, das ist Vermeidung der Taker-Mentalität. Also sprich, Open Source funktioniert nur dann, wenn wir alle bereit sind, auch unseren Anteil dazu mitzutragen. Das macht sich in 2 Sachen bemerkbar. Das eine ist, engagiert euch in Communities. Das gilt jetzt wahrscheinlich wieder eher für die Zuhörer. Engagiert euch. Es gibt viele Hilfen, gerade bei LibreOffice, how I can involved und so weiter, Fragen, die beantwortet werden können. Und das Letzte, das haben wir auch am Anfang angesprochen, das ist das Thema, erklärt, wo der Nutzen von Open Source ist. Erklärt den Leuten, was digitale Souveränität für sie bedeutet, dass das wichtig ist und dass das ein wesentlicher Bestandteil der nächsten Jahre sein wird. Das wären so die 3. Also nicht nur Taker zu haben, sondern eben auch Beitragende, Committer, sich in den Communities zu engagieren und die Bedeutung der digitalen Souveränität zu erklären. Das sind so die 3 Sachen. Ja, bei uns würde ich sagen, geht es in die gleiche Richtung. Lasst uns die Leute ermutigen, auch aktiv zu sein. Wenn jemand sagt, schick mir so ein blödes Doc-Dokument, dann sagt man, nein, ich habe dir jetzt das bessere Dokument geschickt, das offene, das freie, das du jederzeit wiederlesen kannst und was du nicht nur mit Erlaubnis einer amerikanischen Firma wiederlesen kannst. Installier dir das OpenOffice, LibreOffice, was auch immer, auf deinen Geräten, damit du das auch lesen kannst, was ich dir geschickt habe. Wenn jemand in einer Diskussion sagt, schick mir ein PowerPoint, sag mal, nein, das heißt nicht PowerPoint, sondern das heißt Präsentation oder Tabellenkalkulation oder Textdokument. Einfach an den vielen kleinen Stellen immer wieder nicht müde sein, es immer wieder zu erwähnen, um aus dieser Welt, aus dieser sehr engen Welt herauskommen. Wenn im Kindergarten jemand erzählt, dass man jetzt unbedingt sich ein bestimmtes Betriebssystem installieren muss, damit das Kind an irgendwelchen Spielen teilnehmen soll, nein, das muss nicht sein, es geht auch anders. Wenn in der Schule der Lehrer sagt, du musst jetzt das Dokument mir in dieser Form schicken, nein, ich kann das in dieser Form nicht schicken, ich verwende dies in besserer Form. Also an diesen vielen kleinen Stellen kann jeder ein bisschen mitwirken. Und wenn alle das machen, dann schaffen wir das sicher. Aber nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so schnell geht, das dauert halt.
Genau. Und was ich noch hinzufügen würde, alle Punkte richtig. Und auch, dass wir Qualitätsmerkmale gut hervorheben und versuchen, uns darin abzugrenzen. Ich schmeiß mal schnell an Frank rüber, damit er auch noch was sagen kann. Genau. Ich stimme natürlich allen zu, wobei ich vielleicht nicht so viel Geduld habe wie andere. Ich denke, wir sind wirklich am ganz kritischen Wendepunkt momentan. Der Vendor-Login wird immer stärker durch die Cloud-Technologien irgendwann gar nicht mehr lösbar, wenn man seine Daten gar nicht mehr irgendwo exportieren kann. Privatsphäre sind ganz kritische Überwachung. Ich stehe mir wirklich vor ganz kritischen Zeiten die nächsten Jahre. Ich glaube, wir müssen hier ganz schnell viele Dinge tun, um hier unsere Gesellschaft in die richtige Richtung zu lenken. Glücklicherweise gibt es ja Anzeichen aus der Politik. Muss man jetzt mal schauen, was im neuen Koalitionsvertrag dann stehen wird. Aber wie man so hört, könnte sich das ja positiv entwickeln. Auch in der Wirtschaft braucht man ein Umdenken. Und ich bin da jetzt nicht ganz so geduldig. Ich möchte da schon, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren hier wirklich hier ein Umdenken erreichen. Das ist wirklich wichtig. Und da müssen wir natürlich alle zusammen dafür kämpfen, sonst wird das nicht klappen. Okay, absolut. Also dann würde ich wahrscheinlich genauso zwischen. Möchtest du noch was sagen, Frank? Oder nee? Okay. Gut. Nein. Okay, wunderbar. Erstmal, unsere Zeit ist schon drüber, leider. Aber was ich vielleicht nochmal abschließend sagen möchte, ist, Frank hat da total recht. Klar, auch wenn es immer weiter ein bisschen geht, was Carsten gemeint hat, wenn wir sehen, in was für einer Schnelligkeit teilweise Unternehmen da, neue Sachen aufziehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, jetzt letztens mit Mark Zuckerberg und dem Metaversum. Wenn wir, klar, auch wenn es noch ein bisschen Zugesmusik ist und manchmal ganz witzig war, wie er da übers Meer gefahren ist, die Sache ist, wenn wir da nicht aufpassen, sind wir da alle ziemlich abgehängt und dann werden wir da ausgeschlossen, weil dann nur irgendwelche Formate dann genutzt werden, die dann entweder sehr irrsinnig hohe Lizenzkosten haben, dass dann da andere gar nicht reinkommen. Also meiner Ansicht nach ist es wirklich auch, klar, bis jetzt war alles soweit cool in der Linux-Welt oder in der freien Software-Welt. Das Internet hat sich entwickelt, aber jetzt, glaube ich, sind immer mehr dran, manche Unternehmen das so ein bisschen in die falsche Richtung zu lenken, andere steuern da dagegen, aber da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und ausruhen dürfen wir uns auf jeden Fall nicht. Und unsere Zeit ist leider schon ein bisschen vorbei. Ich danke allen, die jetzt hier diskutiert haben. Ich fand, es war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Hat vielleicht nochmal den einen oder anderen die Augen geöffnet, vielleicht auch in den Zuschauern, vielleicht auch die, die das nachträglich anschauen. Ich muss sagen, unglaublich auch toll, dass wir, was für große Resonanz wir hatten, jetzt über 180 Zuschauer teilweise gleichzeitig. Das freut uns richtig, dass euch das anscheinend doch auch so gut gefallen hat. Und ich würde sagen, ich übergebe gleich an die Moderation und wir sehen uns gleich wieder. Herzlichen Dank euch allen. Gern geschehen. Wiedersehen. Danke. Ciao.